Eine wunderbare Pflanze, ein Duft wirklich betörend. Das ist ein gutes Wort. Es ist wirklich ein betörender Duft. Da kannst jede Rosen einrechsen. Alle Rosenfans schreien jetzt laut auf, aber es ist meine Meinung. Nein, ist nicht. Rosenröhren auch sehr gut. Aber die ist ein Wahnsinn, das Seifenkraut. Ich werde ja mal extra porträtieren. Aber ich habe mir gedacht, ich fange halt mit dem Seifenkraut kurz an, weil es sehr gut zu der Pflanze dazu passt, die wir heute porträtieren, vom Standort nämlich her. Die Pflanzen, um die es heute geht, das ist ja das Lustige, die hat sich bald einmal bei mir am Grundstück von selber gezeigt. Da habe ich es eigentlich gar nicht so positiv noch beachtet. Es ist 15 Jahre alt, glaube ich. Da habe ich gedacht, ah, der Wucherer da. Und mittlerweile liebe ich sie heiß. Der Stock, der als erstes gekommen ist, der ist noch immer da. Wupp, so ein Gerät jetzt da. Und ich glaube, ich habe sicher 40 oder 50 seitdem gesetzt. Weil es einfach so eine super Pflanze wieder ist für Insekten und in dem Fall jetzt einmal wirklich eine sehr, sehr gute Wildbienenpflanze. Wisst ihr es endlich? Damit nahm es seinen Anfangspunkt. Ja, das war der erste, der im Garten war. Der ist da aufgegangen, da reinfahren. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ein ganz anderer Mensch war, habe ich ihn fast ein bisschen als Bedrohung empfunden, weil es ja immer heißt, der wuchert, das ist ein Wahnsinn, der wuchert so extrem und der saht sich so stark aus. Man hat ihn auch da, also die Bauern kennen ihn da, den Rheinfahren, das werden sie da sofort sagen können, weil der Rheinfahren wird vom Vieh nicht gefressen. Den lassen sie in Ruhe, den fressen sie nicht. Und deswegen sind sie nicht ganz so happy, wenn der zu viel da ist, weil der sieht sich natürlich aus, das stimmt. Und er tut sich ein bisschen wuchern. Aber nicht, ich finde jetzt nicht schlimm, der steht jetzt da ja, über 10 Jahre, 15 Jahre weiß ich nicht, aber wirklich lang da. Okay, es ist eine schöne Kolonie geworden. Und das sollte ja, das passt mir. Und es ist 16, es ist eine imposante Pflanze. Heuer hat es sich ein bisschen niedergehauen, weil es bei uns sehr viel geregnet hat, ausnahmsweise einmal. Und er ist eh jetzt auch noch richtig voll mit verschiedensten Insekten. Bienen, ein Haufen Fliegen sind oben. Und immer hat man in der Nase so ganz einen aromatisch, herb aromatischen, intensiven Geruch eigentlich. Die ganze Pflanze, Blüten plus Kraut, sehr aromatisch. Was den Reinfahren jetzt für die Insekten, ist ja immer, ich habe jetzt ein Brühen eigentlich Stubenfliege Buck, die passt ganz gut, aber wenn wir uns die Insektenbrille aufsetzen, dann würde man sofort erkennen, wie super der ist. Er hat nämlich ganz interessante Blüten, er gehört zu den Korbblütlern, Asteraceae, übrigens Astern, müssen wir uns auch vornehmen. Wir haben in Österreich sogar heimische Astern, glaubt man ja gar nicht, aber anderes Thema, der Reinfahren jedenfalls hat. Er schaut fast aus, wie wenn er gefüllt wäre und viele glauben dann, ist eine gefüllte Pflanze, uninteressant. Aber dem föhnen eigentlich die äußeren Strahlenblüten, jetzt schaut das so dicht aus. Und das Besondere ist, dass die kleinen Blütchen ganz, ganz kurze, nur so Kronröhrchen haben, so nur am Millimeter, glaube ich, es ist wirklich ganz wenig. Und das erklärt, wieso so viele Insekten oben sind, weil die natürlich durch dieses kurze Stickerl mit einem Rüssel ganz leicht da zum Nektar dazu kommen. Jetzt holen sie den Nektar auch sehr viel Pollen, super Nektar, super Pollenwerte. Also auch für die Imker eine tolle Pflanze. Imker, gutes Stichwort. Die Imker dann ja immer so ein bisschen räuchern, dass die Bienen ein bisschen cooler sind. Und da kann man scheinbar das weiß vielleicht einer von euch, der zuschaut von den Imker, man nimmt das Kraut des Reinfahrens, das trocknet man, und das nimmt man dann her zum Räuchern. Es ist nämlich der Reinfahren, interessanterweise, Widerspruch in sich, ein starkes Insektizid, das hilft mir gerade bei der Fliegen, die lästig ist nicht, ich werde sie gleich killen, auch wenn ich Insekten mag, aber irgendwann ist auch bei mir die Geduld zu Ende. Jetzt muss ich aufpassen, da ist eine Biene jetzt da.
Und eben, der ist ein super Insektizid. Früher hat man den gegen Lais, gegen Fleh, vielleicht auch gegen Wanzen konnte man vorstellen, gegen Gelsen, also Mücken, gegen alles Mögliche hergenommen. Hat sich ein bisschen aufgehört wieder, auch gegen Würmer. Aber das Problem war dann oft, dass man zwar den Wurm getötet hat, ich habe das glaube ich sogar schon erwähnt, aber oft auch den Wirt, also den Menschen, weil der Reinfahren doch ganz schön giftig ist. Also man muss ein bisschen aufpassen, wie man dosiert, sonst tötet man mit dem Wurm auch seinen Wirt. Das will man nicht. Da übrigens zugegeben ein bisschen eine schräge Kombi. Da hat man neben Lythrum, das ist jetzt der Rutenweiderich, der von den zwei Weiderich, Blutweiderich, Rutenweiderich, der es ein bisschen trockener aushält, weil er aus dem Süden kommt, Südosten. Der sollte bald wieder erhältlich sein für alle, die den gern hätten. Der Dropmore Purple, wirklich eine super Sorte, die unfassbar lang bliert. Was man da vielleicht jetzt dazu sagen kann zum Reinfahren, er hat eine wahnsinnig breite Standortamplitude. Ich habe es in der Schule gelernt, ich gebe es zu. Ich habe manche Wörter in der Schule, habe ich mir gemerkt, es war so. So kurzes Aufwachen war ein interessantes Wort, habe ich gespeichert. Und das passt wirklich ganz gut. Er ist auch ein Wahnsinn. Du kannst runterfahren nach Kroatien oder von mir aus ins Mittelmeer irgendwo. Der Reinfahren wird dich begleiten am Wegesrand. Du fährst auf an den Polarkreis, ans Nordkap. Der Reinfahren wird dich begleiten. Er ist immer so sehr gern in so schottrige, kiesige, steinige, sandige, aber eher nährstoffreiche Böden. Das mag er gern. Trockenheit ist er am Schnurz. Von dem her passt er, finde ich, eben auch ganz gut mit dem Seifenkraut zusammen. Die haben ein bisschen ähnliche Ansprüche, so entlang der Bahntrassen zum Beispiel. Wachsen beide ganz gern. Nährstoffreicher Boden. Früher hat man da, wie es aus den Zuglos, früher war das noch nicht so, da war das noch viel besser, da sind sie richtig gedüngt worden. Ja, andere Geschichte. Jetzt werden sich viel denken, Retter groß vor insektenabwehrender Wirkung und da macht mich so ein Fliegen fertig. Aber ich habe sie mir gespeichert, diese eine Fliege. Aber es ist wirklich so, man hat das auch, das hat mir einmal eine Besucherin gesagt, die da war, dass sie den Reinfahren zwischen die Erdöpfe, also zwischen die Kartoffel reinsetzt. Und durch das hat man kaum oder viel, viel weniger Erdöpfelkäfer, die Kartoffelkäfer. Und das hat auch die Maria oben, das ist eine gute Freundin von uns, die übrigens jeder, der mal daherkommt, Kürnberg City, am Sonntag, geht bitte zum Kirchenwirt. Da ist alles da. Das ist wirklich Küche vom Feinsten. Jedenfalls, die hat ein paar Erdöpfe gesetzt und hat das probiert und hat dazwischen den Reinfahren gesetzt und hat wirklich gesagt, na Wahnsinn, es hilft, es sind ein paar vereinzelt, aber kaum mehr, nicht vergleichbar. Und scheinbar in Studien sagt man zwischen 60% und 100%, 100% heißt in dem Fall keine Kartoffelkäfer. Also das wäre einmal ein Versuch wert. Es müsst halt dann alle wieder wahrscheinlich die Reinfahne einmal ein bisschen auseinanderhocken, vereinzeln, weil mit der Zeit werden sie natürlich größer. Aber er ist auch, wie man sieht, eine wirklich, wirklich, ja echt eine liebe, entzückende Pflanze für... Schau, mein Fliegen ist schon wieder da. Jetzt tue ich einmal einen Reinfahren, hier das weggeht. Es hilft dann natürlich nur dann, wie dumm muss man sein, wenn man aus diesem Reinfahren entweder das Öl raus extrahiert. Und mit dem Öl eben muss man ziemlich aufpassen, weil das hat eine gewisse Giftigkeit. Früher ist das medizinisch öfter verwendet worden. Fragt es mich nicht genauer. Heute nimmt man das kaum mehr her, weil es eben nicht so einfach zum Dosieren ist. Aber dann kann man natürlich diese insektenabwehrende Wirkung hernehmen. Aber auch wenn du das Kraut zum Beispiel trocken lässt oder die Blüten und den Kosten einlegst, dann verziehen sich vielleicht irgendwann mal die Bettwanzen. Man könnte es probieren. Jetzt werden wir die Zeit nutzen, bis wir bei den nächsten Reinfahren-Kolonien sind. Kolonien, Kolonialzeit, Amerika, guter Übergang. Ich habe es gelesen natürlich. Im kolonialen Amerika, ist kein Schmäh, hat man den Reinfahren hergenommen und hat es in die Särge gelegt. Also natürlich, wenn schon der Schuss nicht drinnen war, der per Steckbrief abgeknallt worden ist und man hat die Leichensäcke vorher in Reinfahrenflüssigkeit gedunkt,
damit eben die Maden sich ein bisschen mehr Zeit lassen, damit nicht gleich die Fliegen draufgehen. Es hat eben so eine insektenabwehrende Wirkung. Und, das habe ich auch gelesen, ihr seht es, hier und da muss man lesen auch. Und man experimentiert momentan recht viel mit dem Reinfahren, eben mit diesen Ölen, die man auslösen kann, weil es eine antivirale Wirkung hat, zumindest mal im Labor gegen Herpesviren, also antiviral. Aber wie gesagt, Selbsteinnahme würde eher vorsichtig sein. Wobei, selbst darf man ja alles tun, was man will. Da habe ich eine Setzoffensive gemacht. Ich habe da, keine Ahnung, sicher 20 Reinfahren so zwischen eingesetzt. Schaut, finde ich, echt schon richtig, richtig cool aus. Taugt mir voll. Und belebt einfach den Bereich extrem. Optisch sowieso. Aber optisch, ich habe ja immer noch die Brille der Insekten auf. Und denen taugt das voll, weil da finden sie sich richtig viel. Seht ihr, Hobst, da ist wieder so ein bisschen ein anderer Standard. Sehr trocken, sehr windig. Heuer ist recht nass, jetzt schießt er so, dann haut es hier und da ein bisschen um, stört mir überhaupt nicht, ist mir völlig egal. Aber ihr seht, was da los ist an Blüten. Und das geht bis da auf und da noch so, keine Ahnung, wie viel das ich wirklich gesetzt habe. Da reinfahren, das habe ich ganz am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt. Ist ja ausgesprochen super Pflanzen für Wildbienen, zum Beispiel die Seidenbienen. Von den Seidenbienen gibt es einige, aber auch andere Wildbienen, aber speziell die Seidenbienen nutzen den sehr gern, Maskenbienen auch. Du musst vom Klima vielleicht eher in einem wärmebegünstigten Bereich sein, weil diese Bienen brauchen, damit sie sich dann auch entsprechend vermehren können, nicht nur die Blüte, sondern auch wieder eher so soundige, vielleicht Löss, wenn sie in einer Lössgegend sind, so Weingegenden. Also abgebrochene Hänge, also so alte Wege, wo es dann so runterbricht und da bohren die ihre Gänge rein, diese Seidenbienen. Und die leben oder die brauchen einfach den Reinfahren. Da gibt es sogar eine Reinfahren-Seidenbiene, glaube ich, also die wirklich auf den Reinfahren selbst spezialisiert ist und die nimmt nur den Reinfahren. Also wenn der Reinfahren nicht da ist, wenn ihre Lieblingsbar nicht da ist, dann gibt es auch diese Biene nicht. Und da gibt es noch zahlreiche andere, die den wirklich sehr, sehr gern annehmen. Ist schon ganz imposant. Aber lustig ist, es ist wirklich lustig, dass die unten im unteren Teil vom Garten schon blieren, eigentlich schon zum Teil am Abblieren sind. Also muss unten vielleicht vom Kleinklima her ein paar Tage idealer sein. Und je weiter man raufgeht, da ist es ein bisschen windiger, man sieht es eh, oder vielleicht hört man es auch, da sind sie noch nicht einmal aufgebliert. Ist ganz witzig. Weil es mir gerade einfällt, es ist der Reinfahren, war natürlich cool, wenn wir eine findeten, auch eine Futterpflanzenattraktive für Raupen. Also nicht die Raupen sucht sie aus und frisst ihn dann, sollte man vielleicht auch einmal klären, sondern der Papa oder die Mama, so muss ich sagen, die Mama von der Raupe, der Schmetterling, der fliegt hin und legt da seine Eier drauf und dann frisst da diese Raupe am Reinfahren und nutzt den eben als Futterpflanze und entwickelt sie dann wieder zum fertigen Schmetterling. Es ist für gar nicht so wenig Schmetterlinge. Ich glaube, es gibt einen Reinfahren-Mönch. Klar, ziemlich sicher. Sagen wir mal, es ist ein Mönch. Wenn es nicht so ist, schneide es aus, sonst merkt es nicht. Aber es ist ein Mönch, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz eine lustige Raupen, schaut aus wie ein, das sagt man bei euch, bei uns sagt man Frankfurter, bei euch sagt man, glaube ich, wie sagt man zu den Frankfurter in Deutschland? Sind das Wiener Würstchen? Ich glaube, schaut aus wie ein gelbes Wiener Würstchen. Nein, wie ein weißes Wiener Würstchen mit gelben Streifen und schwarzen Punkten. So schaut die Raupen aus. Sehr auffällig. Aber vielleicht haben wir ein Glück und wir sehen so eine. Also da reinfahren, wirklich ein Wahnsinn. Er ist super für Bienen, Wildbienen, ein Haufen Schwebfliegen sind oben und eine Futterpflanze für viele Schmetterlinge. Plus tut er uns die lästigen Würmer im Körper abtöten, die Kopfläuse am Kopf oder sonst wo und die Wanzen im Bett. Also eine allumfassende Pflanze und die Leichen werden auch länger nicht von den Fliegen angegangen. Ist ja nicht so schlecht als Effekt. Ich habe gerade gesagt, ohne Kamera, das ist schon geil da oben. Jetzt sage ich es mit Kamera, es ist wirklich sehr geil. Den Bereich mag ich wirklich gern. Der war einmal ziemlich
heimgesucht, will ich es nicht nennen, aber es sind eh noch immer sehr viel so diese Trichterwinden da. Aber irgendwie, die werden immer weniger, kommt mir vor, wahrscheinlich, weil das andere immer mehr wird. Und da habe ich eben auch diesen Reinfahren einfach so irgendwo ohne System mehr oder weniger zwischen eingesetzt. Was man da gut sieht, den habe ich vor 2 Jahren gesetzt, was der schon für eine schöne Dimension hat, passt dem super zu Gräsern auch dazu. Da könnte man sich vorstellen, ein Bahndamm geht hier vorbei und da wächst der Reinfahren im Schotter, da macht er das. Und da seht ihr aber, den habe ich erst vor 2 Jahren gesetzt, ja, schau, da haben wir Trichterwinde. Aber ist da eigentlich nicht problematisch, außerdem gibt es ja eine Wildbiene, die nur auf diese Trichterblumen gehen. Gut zu wissen. Da tut sie noch nicht viel, aber je länger das wartet, je mehr Jahre vergehen, desto weiter geht er dann auseinander und bildet halt eine Kolonie. Und das darf er ja. Er sollte da einfach eine Kolonie bilden. In dem Fall da ist voll geil, muss ich jetzt einmal. Ich muss es so sagen. Voll super, wollte ich sagen, um nicht zu obszön rüberzukommen. Das ist eine pfirsichblättrige Glockenblume, die das zweite Mal bliert. Beobachte jetzt schon ein paar Jahre, sie blieren ein zweites Mal. Ich lasse komplett in Ruhe, seht ihr, da sind die ganzen Samenanlagen oben. Sie blüht ein zweites Mal durch, nicht ganz so reich vielleicht, aber voll cool. Der Reinfahren passt super zu der, passt da gut dazu, gleicher Standard, sonnig, nährstoffreichere Böden, aber auch sehr gut zur Ackerglockenblume. Ein kleines Wucherschwein und die verstehen sie dann super gut, genauso wie auch das Seifenkraut. Deswegen passen die super zusammen vom Standard her, weil es einfach coole Pflanzen sind. Früher Absinth war so ein Modegetränk, ich glaube im 18. Jahrhundert würde ich jetzt einmal sagen. Und da haben sie das ganz gern gesoffen und wahrscheinlich eben so schlecht gepanscht oder was weiß ich, einfach den Vorlauf gesoffen, dass sie reinweise gestorben sind und haben da alles Mögliche eingemischt. Unter anderem eben auch, der ist ja, glaube ich, gar nicht so weit weg vom Geschmack her mit dem Wermut. Und man hat eben auch diesen Reinfahren reingemischt. Und wenn man den überdosiert hat, dann hat man neben seinen Würmern auch sich selbst getötet. Und er hat aber, der Reinfahren hat eben so einen ganz einen typischen, kräftigen Geschmack. Und man darf den heute wieder reinmischen in den Absinth. Aber natürlich ganz kontrolliert, sodass man nicht dran stirbt, außer man trinkt 2-3 Liter, dann wirst du wahrscheinlich auch. Aber ihr seht es, bei allen diesen Dingen, die Dosis macht es aus. Ist einmal ein Kilo Salz, ist auch nicht gesund, stirbst du auch. Da habe ich zum Beispiel so Übergangsbereich, eine wunderschöne Wespenspinne, haben wir das letzte Mal gehabt, da sitzt wieder eine. Hallo, hallo. Aha, es geht jemand Heidelbeer stehlen. Sehr gut. Für das sind sie ja da. Da reinfahren, in dem Fall zwischen Lavendel und hinten sind die Gräser und dann die Rosen, seht ihr, der passt super zu Gräser. Wenn man jetzt einmal von der menschlichen Ästhetik sich das anschaut, aber auch zum Lavendel nicht schlecht vom Standard, weil er mir sehr alles recht. Eigentlich ist ja alles wurscht. Wenn er zu mastig steht, also sehr nährstoffreich, dann, wenn es viel regnet, dann haut es ihn ganz gern um. Da steht er einfach viel besser. Ich meine, bei uns ist es extrem windig, muss man auch dazu sagen. Aber irgendwas wollte ich noch sagen, Ah ja, genau, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Gute Kombinationspflanzen ist ja immer interessant. Die Spinne, die ist wirklich schön, die müssen wir dann kurz nehmen. Seifenkraut, habe ich schon gesagt, war super interessant dazu. Disteln, alles was distelartig ist, wenn man in so Nachschlagewerke schaut, in so Bestimmungsbücher, dann steht er oft drinnen unter Unkraut- und Schuttpflanzen. Okay, so kann man es, wenn man base ist, kann man Unkraut dazu sagen, aber es ist absolut kein Unkraut. Aber es könnt euch dann vielleicht so ein bisschen zusammenreimen, also alles so Pionierpflanzen, Natternkopf, Königskerzen, Reinfahren, klar. Ich würde auch zum Beispiel Herzgespann, finde ich, passt super dazu. Das mag auch so eher nährstoffreiche, aber so ein bisschen offene, schuttige Böden. Da wächst sowas. Was kommt man noch? Seifenkraut haben wir schon. Was passt? Stech, wie nennt sich das Ding? Datura. Wie heißt das schnell? Datura, Stechpalme, oder? Die mit den großen. Was ist denn mit Stechpalme? Datura. Engelstrompete. Ja. Habe ich gewusst. War ein Test für meine Kamerafrau.
Englistrompete, seltene Pflanze, wird auch so eine schuttige Geschichte sein. Also alles, was distelartig ist, glaube ich, passt gut dazu. Eselsdistel war eine geile Kombi. Die ist wieder weg in 2 Jahren, aber wird den ganz gut unterstützen. Da kann man ein bisschen experimentieren. Linaria vulgaris, passt super. Habe ich wirklich, das ist hunderte Kilometer, wenn du den Schweden auffährst oder von oben runter, entlang der Straßen, also in ganz Skandinavien, wächst das so gern, dann die Straßen noch nicht so viel mähen wie bei uns, das ist vielleicht der Grund. Und dann wächst es in trauter Zweisamkeit. Da reinfahren mit der Linaria vulgaris, also mit dem gewöhnlichen Leinkraut, super Kombi, mähen diese schottrigen, schuttigen, aber doch relativ nährstoffreichen Böden. Seht ihr, da habt ihr genug Kombinationsmöglichkeiten. Also ich finde ästhetisch sehr gelungen, ihr Platz direkt neben dem Reinfahren. Seht ihr das? Wenn das nicht gut dazu passt von der Farbe, weiß ich es auch nicht. Unser kleines Raubtier-Zebra. Ja, es gibt ja auch, man glaubt es kaum, es gibt ja auch einen echten Shop, nicht nur den virtuellen, durch den man durchspazieren kann. Wir haben jetzt momentan immer am Donnerstag nachmittags ab 14 Uhr ist offen, 14 bis 18 Uhr. Vielleicht schaut wer zu, der in der Nähe daheim ist, schaut einmal vorbei, das hat uns gefreut. Und es gefreut uns natürlich voll, weil es ist wirklich für uns, das ist eine Unterstützung. Jeder, der sich irgendwas findet im Shop, freut uns natürlich. Mich freuen natürlich, ich gebe es zu, am allermeisten die heimischen Pflanzen, wenn gekauft werden. Ich stehe dazu, ich gebe es zu. Aber auch die Damen müssen sich schöne Sachen finden. Es gibt aber auch viele Männer, die für sowas, zum Glück, muss ich auch sagen, zum Glück, die für das was überhaben. Nein, mir gefällt das ja, ich mag es ja auch schön daheim. Also, falls irgendwer in der Nähe ist, gerne mal vorbeischauen, Donnerstag Nachmittag, momentan. Wir schreiben es auch in die Homepage rein, weil nicht, dass das wie ein 5 Jahre sieht, wo wir vielleicht schon, weiß ich nicht, gar nicht mehr da sind. Wer weiß, was in 5 Jahren ist? Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe innigstlich, es war ein bisschen was dabei, zumindest was Interessantes oder was euch vielleicht auch jetzt so den letzten Anstoß gibt, dass ihr ein Reinfahren setzt. Es ist wirklich eine lässige Pflanze. Vielleicht für ganz kleine Gärten, ja, ist er auch geeignet. Ich denke, das Wuchern, was da immer steht, das ist ein bisschen, ja, übertrieben. Wenn man einmal im Jahr geht und das, was an unten zu viel ist, weg tut, fertig, also bitte. Das ist ja nicht so, dass der in einem Jahr 50 Quadratmeter ober, das vergisst man immer, das geht ja langsam. Aber ich schwafle schon wieder zu viel. Macht es gut, es ist richtig eine schöne, so eine spät, wie nennt man sowas, eine Spätnachmittagsstimmung bei uns, wirklich eine schöne Sonne. Da reinfahren da oben, wir sehen immer so ein bisschen wackeln im Wind, das freut mich richtig, ich habe da echt einen Haufen umgesetzt. Bin gespannt, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Ja, das war's mal aus Reinfahren City. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir Seifenkraut, schauen wir mal. Viert euch.